Ja, das ist jetzt im Tun, aber was sieht man sicher klar ist, jetzt sage ich mal von denen, die lokal vorhanden sind, mit Sicherheit der Herr Landeshauptmann natürlich als oberster Kärntner quasi etwas sagen und die Frau Bürgermeisterin logischerweise auch. Ja. Ich werde mir auch erlauben, mich noch zu bedanken bei der Gelegenheit öffentlich. Und ja, jetzt ist es im Moment noch so, dass wir auf einen definitiven Bescheid warten, ob der Herr, den wir da im Visier haben, auch uns zur Verfügung steht an diesem Sonntag. Und deswegen haben wir nämlich auch noch nicht entschieden, ob jetzt die Eröffnung mittags um 2 ist oder ob sie um 12 ist. Also das ja, also es wird sicher eine klassische Vernissage geben, wie sich das gehört. Und wir sind jetzt dran, natürlich noch ein paar andere Elemente zu organisieren, die wir da einbauen möchten. Also es wird ja auch länger gehen. Ich vermute jetzt mal, dass es um 14 Uhr sein wird. Und das Stadion wird ja ab dann eigentlich offen sein bis nachts um 10. Okay. Und da werden wir sicher den Menschen noch was an kleinen Überraschungen bereithalten. Viele. Heißt? Viele. Sie haben einmal gesagt, Sie möchten das Stadion ein einziges Mal voll kriegen. Das ist ein Ziel, ja, das ich habe, ja. Das ist ein Ziel. Mhm.